Hi, hier machen wir heute eine Erweiterung von unserem Entkalkungsvideo. Das Video zeigt eigentlich alles. Wir erklären hier nur noch mal, wo die Schwierigkeiten bei einem Dual Boiler sind oder auch bei einem Einkreiser. ECM hat uns ein neues Schnittbild geschenkt. Wir hatten immer schon das andere, was ihr aus den anderen Videos kennt, mit dem Zweikreiser. Und das hier ist jetzt ein Dual Boiler aufgeschnitten. Ich war eben in der Werkstatt und von 4 Maschinen, die auf der Werkbank standen, war schon eine, wo ein solcher Heizkörper dabei war. Da war die Sicherung rausgeflogen, typischer Fall, dann ist der Heizkörper defekt und so sah er aus in der Maschine. Das geben wir dem Kunden immer mit raus nachher. Es ist sehr diskutiert, kann man einen Dual Boiler entkalken oder nicht. Auch unter dem anderen Video gab es da schon Diskussionen drum und so weiter. Und ich habe da Verständnis für, es ist nicht so einfach, diese Entscheidung zu treffen. Selbst die Hersteller äußern sich da nicht klar zu. Ich wollte hier noch mal ein paar Dinge besprechen, der Reihe nach, wo Probleme liegen können. Natürlich gehen unsere Videos auch stark auf die Maschinen ein, die wir verkaufen. Das heißt Profitec und ECM mal hauptsächlich. Auch Isomag-Maschinen kann man entkalken und Vibem-Maschinen. Aber auch die bringen schon ein Problem mit sich. Ich zeige euch das mal. Ein typisches Ding ist die Glocke in einer Brühgruppe. Hier haben wir eine normale E61-Brühgruppe. Und das ist eine Glocke, so waren die früher, da sind Glocken drin, die sind aus Messing und dann verchromt. Und diese Chromschicht geht durchs Entkalken, also die geht auch so kaputt über die Jahre, aber durchs Entkalken geht die schnell kaputt. Vor allem, wenn man falschen Entkalker verwendet. Zitronensäure ist nicht ganz so schlimm zu so einer Chromschicht, aber wenn ihr zum Beispiel Essig verwenden würdet, das würde die Chromschicht ziemlich schnell lösen. Deswegen dürfen auch Siebträger nicht mit entkalkt werden, weil die meistens Messing verchromt sind. Und hier habt ihr aber, wie gesagt, das Beispiel, warum man viele Maschinen oder warum auch viele Hersteller angeben, deren Maschinen sollen nicht entkalkt werden, weil dann vielleicht nachher Chrompartikel aus der Brühgruppe kommen. Bei ECM sieht das seit über 10 Jahren so aus. Da seht ihr hier oben die Glocke verbaut in der Maschine und die Glocke ist aus Edelstahl. Da passiert das nicht. Da ist das nicht so ein Problem. Aber wir können hier mit den Videos nicht immer für jeden Hersteller sprechen. Deswegen dieses leichte Erweiterungsvideo, um dann nochmal auf ein paar Dinge einzugehen. Und auch, es gab viel Kommentare unter den Videos und wir beantworten die dann auch zum Teil. Aber wir schreiben dann oder wir lernen auch draus und sehen, was für euch für Fragen auftreten. Und wir können das nicht für jeden Hersteller sagen, ja, das ist richtig und das ist gar kein Problem. Da müsst ihr manchmal schauen. Jetzt gehen wir darauf ein, warum der Dual Boiler ein bisschen schwieriger ist als der Zweikreiser. Ich hole uns jetzt mal das Zweikreiser-Schnittbild dazu von hier hinten. Das habe ich schon hier stehen. Es ist ja so bei dem Zweikreiser, das ist in einem anderen Video ordentlich erklärt, der kleine Kreislauf ist das, der die Brühgruppe entkalkt. Und diesen Kreislauf, den kann man nicht leer laufen lassen. Den großen kann man leer laufen lassen. Das ist auch hier so. Ihr habt 2 Kreisläufe. Das ist der kleine, das ist der Unterschied. Der ist hier deutlich größer als bei dem Zweikreiser. Und der große, der ist relativ ähnlich und der ist auch unproblematisch, weil den kann man leer laufen lassen. Das seht ihr in einem Entkalkungsvideo. Da kann man die Maschine abschalten, den Wasserhahn aufdrehen, dann läuft dieser Kessel fast komplett leer und das passiert bei dem genauso. Der kleine Durchlauferhitzer, der hier da ist, der ist nachher natürlich voll mit Entkalkungsmittel. Gehen wir mal davon aus, von der Intensität liegt es daran, was ihr reingetan habt, sprechen wir gleich drüber, aber sagen wir mal, da sind grob jetzt 100% Entkalkungsmittel drin. Und in dem Moment, wo ihr anfangt, den zu spülen mit den vielleicht 150 Millilitern, lasst ihr 150 Milliliter Frischwasser hinten in die Maschine einlaufen und vorne läuft es raus. Also vermischt sich das die ganze Zeit, nur weil ihr es nicht ablaufen lassen könnt. Aber bei 150 Milliliter, wenn ich 150 reinlaufen lasse, habe ich rechnerisch groß die Hälfte weg. Und dann mache ich nochmal, habe ich wieder die Hälfte, also bin ich bei 25%. Das kann man nicht ganz 100% so anwenden, aber man kann schon überschlagen, wenn ich da 1,5 Liter Wasser durchlaufen lasse, habe ich den größten Teil an Zitronensäure rausgespült. Das ist bei 0,7 Litern aber eine ganz andere Rechnung. Wenn ich das 10-fach da rauslaufen lassen möchte, um das zu runterzudünnen, muss ich halt auch schon 7 Liter Wasser durch die Maschine laufen lassen, weil ich hier 0,7 Liter Kesselvolumen habe. Wenn ich da hinten 1 Liter Frischwasser reinlaufen lasse und hier vorne rauslaufen lasse, den 1 Liter, dann habe ich das Ganze 50% so stark. Dann ist es nicht mehr ganz so viel Zitronensäure da drin, aber es ist immer noch eine Menge und das ist nicht nichts. Und das sind natürlich die Schwierigkeiten. Deswegen sind die Hersteller sehr, sehr vorsichtig in der Aussage. Die Aussage, kann man entkalken oder kann man nicht entkalken, geht nicht immer nur darum, ob das grundsätzlich möglich ist, sondern die haben die Angst, die Aussage zu tätigen, ja, man kann das entkalken, aber ihr müsst das schon sehr genau machen. Man hat einfach Angst, dass der Kunde das nicht hinbekommt. Und das ist auch nicht unbegründet, wie wir immer wieder sehen. Entkalken muss man schon sich mit beschäftigen und verstehen, was da in der Maschine passiert. Deswegen haben wir das andere Video ja schon gemacht und erweitern das jetzt hier nochmal um die Diskussion. Die Problematik beim Entkalken ist, wir entkalken mit Zitronensäure. Wir nehmen die, weil Zitronensäure nicht giftig ist für den Menschen. Wenn ihr so ein Beutelchen Entkalkungsmittel nehmt hier, da sind 30 Gramm,
besteht je Beutel 30 Gramm aus Weinsteinsäure und Zitronensäure. Das sind beides Dinge, die ihr auch beim Backen verwendet oder sowas und auch zu euch nehmt. In einer normalen Zitrone sind auch 5 bis 10 Gramm Zitronensäure drin. Und wenn ihr das hochrechnet, dann entkalkt ihr eure Maschine quasi mit so einem Beutelchen ungefähr mit 3 Zitronen. Das ist jetzt nichts, was euch nachher vergiften würde, wenn ihr das nicht hundertprozentig rausgespült habt. Oder Kaffee schmeckt vielleicht nicht. Ne? Und daher muss man da schon dran arbeiten. Jetzt ist die Frage, macht man das oder macht man das nicht? Also, wenn ihr dafür sorgt, dass euer Wasser perfekt ist und ihr einen Härtegrad habt von 2, 3 und ihr trinkt am Wochenende Kaffee, dann braucht ihr wahrscheinlich jahrelang die Maschine nicht entkalken und die kriegt keine Probleme. Achtet darauf, ob die Brühgruppe immer noch ordentlich heiß wird, ob das in einer annehmbaren Zeit passiert. Und wenn das alles so ist, dann geht es vielleicht ohne. Hier hatte ich jetzt drauf geguckt, eben auf den Reparaturauftrag, die war von 2016. Das ist jetzt, na, dann ist die 16 gebaut worden, vielleicht so 6 Jahre alt ungefähr die Maschine. Ob die entkalkt wurde regelmäßig, kann ich gar nicht sagen, aber ihr seht dann irgendwann, ist da natürlich Kalk da. Und der Kalk bröckelt auch ab, also man kann da dran gehen, dann seht ihr, das bröckelt einfach runter. Und das Gleiche, das platzt ab, weil der Heizkörper sich ausdehnt, da gibt's, hier fehlen ja auch ganze Ecken. Und diese großen Stücke schwimmen dann im Kessel rum und verstopfen irgendwelche Leitungen. Es wird immer darüber diskutiert, dass ihr, wenn ihr mit Zitronensäure entkalkt, dass dann verschiedene Stoffe entstehen. Ich habe ja nochmal eine Liste gemacht, was so Calciumcitrat ist zum Beispiel. Dann verbindet sich das Calcium und wird zu so harten Brocken. Aber der Kalk, der abbricht, das sind auch Brocken, die Leitungen verstopfen. Deswegen sind wir schon der Meinung, man kann das entkalken. Und man sollte das nur nicht stundenlang einwirken lassen, weil dann im Wasser irgendwann harte Brocken schwimmen, die auch wiederum irgendwelche Leitungen verstopfen können. Und das gibt auch Probleme. Also auch in der Brühgruppe sind Engstellen, kleine Ventile, die dann verstopft werden. Wenn das beim Entkalken passiert, gut, dann ist das passiert und sie muss zu eurem Händler zurück und muss dann da vielleicht doch ordentlich entkalkt werden. Das heißt eigentlich nur, ihr habt zu spät damit angefangen, sie zu entkalken. Deswegen, wir sind der Meinung, wenn man sich das ordentlich mit auseinandersetzt, kann man das schon auch zu Hause machen. Also wichtig, egal ob Einkreiser oder Dual Boiler, der Kesselanteil ist dann immer viel größer und muss viel stärker gespült werden nachher. Und damit meine ich wirklich mindestens 2 Wassertank durch die Brühgruppe laufen lassen. Besser 3 über die Pumpe einfach laufen lassen, um das da rauszubekommen. Da sind 30 Milligramm Zitronensäure, wie gesagt, drin, beziehungsweise 30 Milligramm ist in dem Entkalkungsmittel. Davon ist ein Teil Weinsteinsäure, was nicht anders ist und das kann genauso zum Entkalken verwendet werden. Und es ist lebensmittelecht, also ist nichts Schlimmes insgesamt. Und dann müsst ihr das erarbeiten. Es wird immer wieder von Grünspan gesprochen, was sich am Kupfer bilden könnte. Hier sind hauptsächlich Edelstahlteile, aber wir haben hier eine Kupferleitung und es geht nicht ohne Kupfer, weil wir brauchen das biegsam in so einer Maschine. Das ist schwer, das aus Edelstahl zu machen. Grünspan entsteht aber durch falsches Entkalkungsmittel, hauptsächlich durch Essig zum Beispiel. Durch die Säure, durch Zitronensäure sollte das eigentlich nicht entstehen. Weitere Fragen, die wir noch in dem Video hatten, deswegen habe ich meine Liste hier ein bisschen liegen. Die Dampflanze, die kann in dem Sinne nicht entkalkt werden. Also ihr könnt nicht über die Dampflanze Wasser laufen lassen, wenn es ein Zweikreiser ist. Bei einem Einkreiser geht das schon. Bei einem Einkreiser könnt ihr, wenn die Pumpe läuft, einfach den Dampf aufdrehen. Dann läuft auch durch die Dampflanze Wasser und entsprechend könnt ihr das entkalken. Das darf nicht immer vermischt werden miteinander. Das sind dann verschiedene Dinge. Und dann kann man das nicht, bei der einen Maschine geht das, bei einem Zweikreiser, Dualboiler geht das nicht. Und da ist das so, ne? Da braucht ihr euch keinen Kopf drum machen, den kann man nicht entkalken, aber es ist auch eigentlich nur Dampf in den Kreislauf gekommen, entsprechend passiert auch nicht groß was. Für Rotationspumpen, wenn ihr hier eine Maschine habt wie die Synchronica oder eine ECM Mechanica Max, eine ECM Technica, irgendeine mit Rotationspumpe, die leiden auch unter dem Entkalken, die müssen mit entkalkt werden, aber da sollte das Entkalkungsmittel nicht lange drin stehen. Da ist es wichtig, diesen Entkalkungsvorgang durchlaufen zu lassen, damit das nicht so lange steht, weil sich da sonst manchmal die Pumpe festsetzen kann. Da ist es zum Beispiel möglich, dass ihr das Entkalkungsmittel in die Maschine füllt. Das heißt, ihr lasst den in den Kessel laufen, in beide. Während die dann aber aufheizt, wechselt ihr hinten schon mal wieder das Wasser vorher, lasst Frischwasser in den Tank laufen und spült wenigstens mal eben 50 Milliliter, damit Frischwasser in die Pumpe wieder gelangt ist. Dann entsteht das Entkalkungsmittel nicht eine halbe Stunde in der Pumpe, dann habt ihr eine bessere Chance, dass die Pumpe da nichts von abkriegt. Also wir müssen das auch machen, aber es kann dabei sein, wenn das lange steht, dass sich das festsetzt. Ist sowieso ein Problem von Rotationspumpen, auch wenn die unregelmäßig verwendet werden. Wenn eine Rotationspumpe mal 4 Monate nicht verwendet wird,
dann kann das sein, dass die nicht mehr anläuft, weil sich das Förderrad festsetzt durch Kalk auch letztendlich. Ne? Deswegen, ihr müsst entscheiden, ob ihr das nicht reinpackt in die Maschine Freeware mit Wasserfiltern, Brita-Filtern, irgendwas runterfiltern. Es gibt etliche Filter am Markt. Wir verkaufen die von Brita, aber es gibt halt auch noch ganz viele andere. Und da könnt ihr dann sehen, ob ihr die Maschine gut genug pflegt oder ob ihr sie entkalken wollt. Oder ob ihr sagt, nee, es ist mir egal, ich will das nicht machen. Ich schleppe die alle ein, zwei, drei Jahre, je nachdem, wie stark ich sie verwende, zum Händler und lasse sie komplett zerlegen. Das kann man auch machen. Oder jetzt lege ich sie selbst. Das geht natürlich auch. Wer das kann und wer sich das zutraut, da gibt es im Netz eine Menge Leute, die das machen. Das erklären wir aber nicht ganz, weil das da geht es dann zu weit mit der ganzen Erklärung bei uns und in den Videos. Da wird es so nicht zu geben. Genau, das ist das, was ich da nochmal insgesamt zu erklärt haben wollte. Also, ja, man kann einen Einkreiser und einen Dual-Boiler einkalken, aber man muss richtig stark spülen, spülen, spülen nachher, um diese Säure wieder rauszukriegen. Ihr vergiftet euch da nicht mit, aber wenn die Säure zu lange in dem System steht, schadet das den ganzen Teilen und die arbeiten untereinander. Und da gibt es Dichtungen, verschiedene Metalle, das ist alles nicht gut auf jeden Fall. Deswegen muss das richtig ordentlich gespült werden nachher. Und dann ist es so, ja, es kann dabei kaputt gehen, aber das ist dadurch dann am Ende meist auch nicht viel teurer, als das gewesen wäre, es einfach so fachmännisch zerlegen zu lassen. Das können wir danach immer noch tun. Aber das muss jeder für sich entscheiden und wir wollen da nicht ganz klar, wir haben das immer so empfohlen, dass man das kann und das machen sehr viele Kunden von uns und wir haben da keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Und deswegen wollen wir das so weitergeben, dass man die selber entkalken kann und eigentlich auch vielleicht sollte, je nach Wasserform. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Als kleine Übersicht, wie gesagt, guckt euch das andere Video an, da geht es um das wirkliche Entkalken. Da ist das vom Zweikreiser erklärt und das ist identisch für den Dual-Boiler, nur dass ihr beim Dual-Boiler halt viel mehr Kreislauf zu spülen habt und das erklärt sein muss. Und bei einer Klassiker zum Beispiel von ECM ist das auch der Kessel und auch da ist es genauso, der muss stark gespült werden. Dann fällt das mit dem Dampf und so weiter weg, aber dann ist es halt nur der eine Kreislauf und auch die kann man genauso entkalken. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Schreibt mir da drunter, ob das geholfen habt, ob ihr da noch mehr Fragen zu habt. Wir gehen da gerne in Videos auch wieder drauf ein oder antworten da auf das ein oder andere, was ihr uns da fragt. Wie immer, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Danke.